Oh, und jetzt wird's richtig lustig. So. Das hierhin erstmal. So, das steht. Wir müssen erstmal den ganzen Scheiß ausrichten. Bevor wir jetzt groß was machen können. Ja, der muss das nach oben halten. Aber zuerst das dahin. Dann haben wir einen Pfad zu Spiegel. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 2. Du bist bei Spiegel 2, du olle Schabracke. Oh, Mensch, Mädchen. Ich will die ganze Zeit jetzt nicht beleidigen. Wir müssen dann später zurück hier rein, aber vorher müssen wir dieses Teil, diese beiden Dinger in der Mitte nochmal. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 2. Zu begutachten. Ich will aber erstmal gucken, was hier der Unterschied, was hier noch zu finden ist. Hier gibt's nix. Hier gibt's ein Überlebensversteck. Na gut, immerhin, besser als nix. Jo. Für die Freunde von Stranded Deep, ich wiederhol's nochmal. Ich habe mir jetzt Millimeterpapier bestellt. Das göttliche Kanu, das die Seelen der Maya durch die Unterwelt in den Himmel bringt, wird von zwei Göttern gesteuert. Während der alte Stachelrochenpaddler im Heck des Kanus sitzt und tagsüber seine Pflicht erfüllt, sitzt der alte Jaguarpaddler im Bug und übernimmt die Nachtschicht. Diese beiden Götter symbolisieren nicht nur Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, sondern auch das Zusammenspiel aller gleichartigen und gegensätzlichen Kräfte. Super. Wie heißt's? Ich brauche ein Pfad zu Spiegel 2. Brauchst du nicht. Dingsbums. Ich hab's jetzt erstmal probiert, lokal zu machen, hat aber leider nicht ganz geklappt. Deswegen. Gut. Das ist schon mal richtig. Das muss ich eigentlich nur noch. Gut, die beiden habe ich richtig aus. Nee, den da hinten habe ich nicht. Der ist richtig. Ich habe erst versucht, lokal das zu bestellen. Das bedeutet, ich habe bei jedem Bürofachartikelladen am Freitag abgeklappert. Jede kleine, große Papierhandlung, Karstadt, Ikea, überall nachgefragt. Leute, habt ihr Millimeterpapier? Ja, was brauchen sie für eine Größe? DIN A2? Pff, haben sie nicht. DIN A3, selbst DIN A3 ist schon schwierig zu bekommen. Und da habe ich es mir einfach mal bei Amazon bei einem Architekt Dingsbums Laden geholt. Gut, dahin muss ich nicht mehr. Ist jetzt doch, darüber muss ich noch. Aber später, den kann ich, hier muss ich sowieso vorbei. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Würde das ausreichen? Ich glaube allerdings, ich glaube leider nicht. Ich muss da rüber. Dahin muss ich, da muss ich hier rüber. Diesen Pfad habe ich freigeschaltet. Die Frage ist... Jetzt gelange ich zum Altar. Ah, doch, super. Hat geklappt. Wunderbar. Ich dachte, ich müsste da noch irgendwas machen, aber... hat so schon funktioniert. Wunderbar. So, erstmal Money mitnehmen. Ich will bei den Händlern noch das Zeug mitnehmen. Deswegen, wie gesagt, im Fachladen bzw. im Internet leider bestellt. Vorher aber nochmal alle Fachläden abgeklappert. Ich brauche jetzt einen Weg hier raus. Hunger des Hozain erhöht die Menge an natürlichen Herstellungsressourcen, die sie erhalten. Oh, super. So, raus eigentlich genauso wie gedacht, zurück. Folgendes. Ja, DIN A2 mm Papier bestellt, ist auf dem Weg. Größe 59,8 in der Breite und 49 cm in der Höhe. Das sind die Maße für DIN A2. Und dann kann ich, dann werde ich mir mal ein Projekt machen, in dem ich die
indem ich eine Karte, eine Seekarte erstelle von Stranded Deep. Dann habe ich halt nochmal meine ganzen Zeichenutensilien rausgesucht. Zum Glück bin ich diesbezüglich einigermaßen gewappnet. Nicht wegen der Schule, weil man es da besonders braucht. Da braucht man das so gut wie kaum. Aber da ich mich während meiner Ausbildung im Gartenlandschaftsbau auch ein bisschen für Architektur interessiert hatte und durch die freie evangelische Gemeinde einen Bekannten hatte von dem Landschaftsarchitekten aus hier aus der Stadt, sozusagen, der arbeitet jetzt für die Stadt, für hier, habe ich halt mal gefragt, hier, mein Freund, so und so sieht's aus. Ich hätte Bock. Warte mal, ich kann doch da auch raus, ich Idiot. Ja, Landschaftskarten zeichnen und so weiter und so fort, ein paar Blaupausen erstellen, easy, er hat gesagt, das und das brauchst du, das habe ich übrig, kannst du haben. Und deswegen habe ich hier alles, Winkelmesser, großen Zirkel, großes Dingsbums, großes Geodreieck und so weiter und so fort. Das wird lustig. Bin mal gespannt, wie das dann klappt. Ist halt nur die Frage, mache ich das offscreen oder mache ich das vielleicht mal im Stream, je nachdem, wie ihr, wie die wenigen Zuschauer, auf die ich sonst höre, Bock habt, das mal kennenzulernen. Oder das mal mit jemandem zu machen. Ist halt viel Berechnung. Am Anfang wird man auch optisch nicht so viel sehen. So ist es einfach. Weil ich den ganzen Kram mit einem Zeichenbleistift, jetzt nicht einen normalen Bleistift, ich nehme da immer so einen Druckbleistift dafür, das halt extra machen muss. Das Problem allerdings ist, man hat halt keine hochauflösende 1000 Euro Fernsehkamera parat, die das mit aufzeichnet, deswegen muss man halt gucken, dass man das irgendwie anders da macht. Oha. Und da ist dann halt die Frage, macht es Sinn oder macht man das eher so, dass man sagt, okay, wenn es fertig ist, wird das sowieso mit Edding nochmal verstärkt, einlaminiert. Und vom Einlaminieren muss ich nochmal im Architekturbüro fragen. Wow! Ob das Sinn macht, vielleicht mal einzuscannen, dass man die Datei auch mal Dingsbums hat. Ich habe hier ein Wandgemälde vergessen. Da unten irgendwo. Da springe ich nicht rein. Gut, das Wandgemälde ist da. Muss ich hier irgendwie hin. Aber runter? What? Na gut, dann ist das halt so. Hallo, ich habe das Wandgemälde. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich gehe jetzt in diese Richtung. Da habe ich hier... Ich will das Wandgemälde finden. Ich gehe da nochmal hin. Aber vorher gehe ich nochmal auf Toilette. So, kurze Babypause. Gibt mir so 3-4 Minuten.
Willkommen zurück, Justin. Und ich bin jetzt auch zurück. So, ich will hier nochmal rüber. Ich will dieses komische Gemälde irgendwie. Haben. Die Frage ist. Die Frage ist, wo ist das? Das habe ich jetzt beim ersten Durchlauf nicht gefunden, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen abgelenkt durch dieses blöde Rätsel. Das ist immer so ein bisschen gemein. Auf der einen Seite haben sie da ein paar versteckte Sachen. Auf der anderen Seite füllen sie deinen Kopf mit Rätseln, so dass du schon Multitasking denken musst. Dieser Seite. Das bedeutet, ich müsste da schon rein. Und dann irgendwie da runter. Jetzt gelange ich zum Altar. Ja, ich weiß. Den Altar haben wir doch schon längst geschafft. Die Frage ist nur, wie komme ich zu diesem anderen Wandgemälde oder wo habe ich das vergessen? Jetzt gelange ich zum Altar. Oh, ich Idiot! Tja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, ne? Jetzt gelange ich zum Altar. Komm, rennen wir mal ein bisschen schneller. Ich weiß, wo das Wandgemälde ist. So in etwa. Vier Spiegel mit je einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Das ist Spiegel 1. Ich brauche ja, das haben wir schon alles gemacht. Ich will jetzt hier nur noch zurück und zu diesem komischen Spiegel 4. Ich will mal ganz kurz überlegen. Zack, 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 zack. Den Spiegel muss ich den Pfad hierhin sichern, dann zurück mit dem den anderen Pfad und dann den wieder zurück und oh, diese scheiß Wandgemälde, aber das lässt mir jetzt keine Ruhe. Kann ja wieder eine tolle Nacht werden heute. So, jetzt kann ich zu Spiegel 4 und dort ist noch ein Wandgemälde. Och, das meine ich. Normalerweise hätte ich das nicht... Wie heißt's? Jetzt gelange ich zum Altar. Verkackt. Aber da ich halt... Oder da man in der Regel hier mit dem Lichterrätsel so ein bisschen geistig abwesend ist, vergisst man sowas ganz schnell. Das muss Spiegel 4 sein. Jetzt gelange ich zum Altar. Chuck war für die Maya ein extrem wichtiger Gott. Er lehrte sie die Geheimnisse des Ackerbaus und wachte über das Wachstum und die Ernte der Pflanzen. Ihm waren im Allgemeinen sämtliche Formen der Fruchtbarkeit zugeordnet. Aha. Er war außerdem für den Wind, für Blitze und für Regen verantwortlich, der aus seinen Tränen entstand, sowie für den Erhalt von Quellen, Brunnen, Flüssen, Zenotten und anderen Wasserquellen. Genau wie all diese Dinge galt er auch als wohlwollend und fürsorglich, aber auch als unberechenbar.
Äußerlich wurde Chuck als Reptil mit wild verknotetem Haar dargestellt und die ihm zugeordneten Farben waren weiß, rot, gelb und schwarz, die für Norden, Osten, Süden und Westen standen. Gut, jetzt aber wieder zurück. Tut mir leid für diese paar zusätzlichen Spielminuten. Aber das wollte ich jetzt noch echt mitnehmen, dieses Gemälde. Jetzt einfach nur noch zurück. Finde ich gut, dass sie diese Dinger so relativ easy gemacht haben. Aber warum ist das Ding abgefallen? Ernsthaft, Lara? Naja. Hätte auch mit dem Arsch lang rutschen können. Das war knapp. Haben wir jetzt alles? Gott sei Dank. So, jetzt geht's weiter in der Leggy-Stadt. Schleggy-Leggy. Na, schade. Ich dachte, ich krieg das irgendwie hin. Super. Dann haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Hast du mir was zu erzählen, Mutti? Willst du eine Geschichte hören, die immer. Meine Mutter mir immer erzählte? Liebend gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Ja. Weißt du, warum sie existieren? Zum Kacken? Warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Oh, okay. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, ganz wenn toll. Sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Aha. Nett. So, hier ist Jadewürfel, Pisco der Tote. Ich würde aber gerne noch dieses Wandgemälde. Warte mal, hier gibt es ja noch ein Dokument. Das nehme ich doch gleich mit. Wenn schon. Wie konnte ich denn das übersehen? Ah, okay, das ist schon okay. Kann man schon mal übersehen. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand. Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. Aha. Na gut, dann bleibt man an der Sache dran, Mädel. So, Sekunde. Noch einen kleinen Schnitt. Fertig. Jo. So. Jetzt. Arbeitsplatz wieder herrichten. Was haben wir denn sonst noch in der Nähe? Hier ein Überlebensversteck. Das nehme ich natürlich gerne mit. Das ist hier unten. So. Oh, halt die Fresse. Immer am Heulen, die Lümmel. Karte aktualisiert. Monolith entdeckt. Schön.
Wo habe ich den jetzt Monolithen entdeckt? Da. Kann ich den überhaupt schon lesen? Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Kanäle. Und haben sich mit sich genommen. Muss ich da diesen Kanal entlang? Wahrscheinlich. Nee, nicht dahin irgendwo. Das will ich jetzt natürlich entdecken. Wenn euch das Laggen stört, dann kann ich leider nichts machen. Weil bei mir laggt das genauso. Fertigkeitspunkt, super. Ich weiß ja, was ich wollte, das hätte ich gerne. Blick des Adlers. Und das hier, Hunger, das haben wir ja, das ist ein Grabgedöns. Okay, die Menge an natürlichen Ressourcen, das haben wir ja schon gesehen. Super. So, unten links das Inventar. Jo, haben wir. So, kann ich mit der Ollen nochmal quatschen? Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. Warum glauben wir diese Lüge noch immer? Fragte sie die Menge. Kukulkan beherrscht diese Stadt und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt. Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. Ja, das... Okay, du hast nichts zu sagen. Noch nicht, wahrscheinlich. Kanäle, Kanäle. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes und sie haben sich mit und sie haben mich mit sich genommen. Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Ja. Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Die Menschen verändern sich auch. Sie wollen immer mehr. Ob Essen, Kleidung oder Schmuck. Ihre Blicke durchstreifen die Häuser ihrer Nachbarn und begehren, was sie sehen. Niemand scheint mehr mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Das ist einfach zu viel. Manchmal möchte ich mich fortschleichen. Einfach in ein Boot steigen und den Fluss hinaufpaddeln. Ich würde es tun, aber ich kenne nur diesen Ort. Es wäre eine große Entscheidung. Ich muss wohl noch weiter darüber nachdenken. Das stimmt. Danke fürs Zuhören. Eine Wolke hat sich schon verzogen. Das ist schön. Super. Warte mal, da unten vielleicht. Vielleicht ist da irgendwas. Das nehme ich mit. Das Messer haben wir ja. Wie? Habe ich das schon gekauft, das Messer-Upgrade, oder muss ich das noch machen? Bin mir da gar nicht so sicher. Oder hatte ich nicht genug Kohle dafür? Inventar. Messer habe ich, ne? Jo. 4 Upgrades verfügbar.
Gut. Dann werde ich mir das noch kaufen. Stimmt, ich muss das noch kaufen. Ich muss es ja noch kaufen. Für die Leute, die zugehört hätten oder aufgepasst hätten, hätten mir das sagen können. Hier. Hab dich. Ha! Haha, Glück im Unglück. Monolithenschatz gefunden. Oh, 5 Tierhäute. Da kann ich wieder meinen Bogen verbessern. Ich bin eine kleine Bogensau, das ist so. Nee, keine Fähigkeiten. Inventar, den Bogen, Upgrade. Kann nichts machen. Nein, ich habe die falschen. Falschen Tierfälle gefunden. Schade. Aber gut, macht nichts. Nächster Anhaltspunkt. Ja, nehmen wir das Überlebensversteck mit. Was warm haben wir? Hast du uns noch was zu sagen, Mutti? Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, die schicken? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen. Aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Das ist cool. Das ist lustig. Ja, die Kinder, die bewerfen hier die Wachen mit Steinen. Und da bedrohen die Wachen immer. Wir werden euch abschlachten. Aber mal ganz im Ernst. Wer hat das nicht gemacht? So, da unten ist noch ein Schatz. Da will ich auch noch hin. Machen wir dich mal nass. Voll. Voll. Komme ich da so hin? Ja. Haben wir was gefunden. Oh, 2 von den Jaguar-Dingern. Das bedeutet, ich könnte theoretisch meinen Bogen jetzt direkt verbessern. Mache ich aber nicht. Ich will jetzt erstmal gucken, dass ich das verstärkte Messer-Upgrade kriege. Und einen Dietrich brauche ich. Das weiß man offiziell hier heute noch nicht. Habe ich überhaupt nicht? Ich meine, ich hätte einen Dietrich. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Fertigkeitspunkt. Super. Ich und Ätzli haben oft zusammen gespielt. Aber in letzter Zeit sehe ich ihn kaum. Ich verstehe das natürlich. Er hat wichtige Dinge zu tun. Wichtig für uns alle hier. Aber er fehlt mir. Oh. Niemand konnte einen Stein weiter über den Fluss werfen. So. So macht man also Mädchen auf sich aufmerksam. Einfach einen Stein über den Fluss werfen. Cool. Weiß ich Bescheid. Hey, Mädel. Schon mal gesehen, wie weit ich meinen Stein werfen kann. Oh, super. Ich glaube, da geht's... Ja, da geht's weiter. Da will ich noch nicht. Ich will einfach hier noch alles erkunden. Deswegen sage ich ja, die Stadt wird uns eine ganz schöne Weile begleiten. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss. Alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?